Großeinsatz in der Regensburger Straße. Eine undichte Stelle in einem Gefahrengutwagon am Güterbahnhof Passau hat am Dienstag einen Großeinsatz mit Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Bei dem hochexplosiven Stoff handelte es sich um Ethylacrylat, das unter anderem für Autolackierungen und Klebstoffe verwendet wird. Ein Wagenmeister stellte am Dienstagmorgen fest, dass stechende Gerüche aus dem Waggon ausgetreten sind. Das hatte eine Vollsperrung für den Zugverkehr ab 8.30 Uhr als Konsequenz. Das Transportunternehmen konnte schließlich Entwarnung geben, dass der Waggon bereits leer sei und Restgase durch ein Leck austreten. Die Feuerwehr Passau kümmerte sich um die Schließung der undichten Stelle. Wäre der Wagen voll gewesen, hätte der Einsatz und die Sperrung weitaus größere Ausmaße gehabt, erklärt Stadtbrandinspektor Andreas Dittelmann. Der Personenzugverkehr konnte ab 10.30 Uhr wieder freigegeben werden.